Okay, ist wie Tetris, nur dass man alles drehen kann. Es gibt so einen Drehknopf, der alles einmal um 90 Grad dreht, aber nicht nur alles, sondern dummerweise auch irgendwie den Stein mit in eine komische Position bringt. Ist dir das aufgefallen? Das dreht nicht einfach nur die Mitte, sondern auch der Stein, der runterfällt, der wird irgendwie versetzt, sodass es dir unmöglich ist, den gut zu berechnen, weil der auch immer woanders ist. Okay. Das hat mich ein bisschen aufgeregt. Deswegen werden das Spiel und ich, glaube ich, keine Freunde werden. So, geht los. Ah, jetzt weiß ich, was Midnight heißt. Also, wie war das nochmal? Nach oben dreht man, okay. Trick. Okay. Siehst du das? Guck mal, wenn ich so drehe, rechts, links, was macht der rote Stein? Wieso? Pass auf, ich zeig's dir nochmal. Jetzt, ach nee, bei dem ist das doof. Hier. Guck mal, jetzt mach ich links, wieso geht der jetzt nach rechts? Und wieso geht der jetzt nach links? Das irritiert mich. Hm. Weiß nicht. Vor allem, wenn der ganz dicht unten ist, kurz bevor vom Aufsetzen und du willst drehen und dann ist er einfach mal ganz woanders. Das mag ich nicht. Das ist ein Flaw, ein großer. Bitte? Mag dich nicht, du Spiel. Was sollen diese kleinen Popelsteine eigentlich? So. So. Oh, der. Ah, und das ist die Bombe, ne? Okay. Ich finde die Steuerung auch sehr umständlich. Kann man die eigentlich umstellen? Hast du es auf Kamera, wie hier der Highscore manipuliert wird? Pass auf, du hast ganz viel blau an da rein. Alter, machst du da ein Hakenkreuz? Ist das richtig? Ja, okay. Boah, das ist aber eine ganz geile Idee eigentlich für Tetris. Gibt's ein Zeitlimit? Nee, ne? Einfach nur pure Awesomeness. Ja, aber wie baut man denn ab? Deine Lebenserfahrung. Das ist ein Quaderbord, ein Viereck. Ah, gute Information. Oh, ein Einzelner. Okay, jetzt geht's ab. Wie schlecht war Eddie noch? Oh, jetzt. Ja, what the fuck? Wie schlecht war Eddie nochmal? Ich hab erst 80, ich mach doch schon eine halbe Stunde. Was geht denn ab, ey? Ich hab nicht ein Ding abgebaut. Okay. Du musst den perfekten Cube formen und dann den Schlussstein setzen. Aber ich mach nicht mit der Bombe versüßen. Hab ich's noch nicht so ganz. Okay. Das kann hier. Ich bin einer von der besinnlichen Art. Tetris-Spieler. Es ist doch ein Cube, was wollt ihr denn noch? Das braucht schon wieder Zeit, ne? Ja. Oh oh. Alter, 120 Punkte, das ist schon echt nicht so gut. Was war das denn? Das war nicht so gut. Ey, das wollte ich auch nicht. Das war irgendein Trick. Alter, da war's. Hast du gesehen? Doch. Habe ich 2000. Ist das knapp hier. Boom. Aber die Bombe macht ja gar keine Punkte. Das, was du wegsprengst, gibt dir dann auch keine Punkte mehr. Guck mal, das hätte ich vorher wissen sollen. Oh, oh. Wird es noch viel schneller? Und die haben so lange durchgehalten, obwohl das danach so krass schnell war. Ich finde es schon relativ schnell. War das bei den anderen auch schon bei den Punktzahlen so schnell? Ich finde es gerade ein bisschen ungerecht. So schnell kann ich nicht denken. Ah! Oh, das war mega dumm. Jetzt aber. Ja gut, das war auch nicht das, was ich jetzt erwartet habe, tatsächlich. Bin ich jetzt schon besser als Eddie? Nee. Nicht? Aber ich bin gleich kaputt. Tja. Hast du gesehen, wie ich die Kirsche da reingemacht habe? Na, es ist doch eine Kirsche, oder? Was? Aber Glück gehabt. Ey. Ja, das nervt mich auch. Der dreht nicht nur das Ding, sondern randomized auch deinen Stein. Irgendwie. Ey, das war aber gerade komisch. Das war nicht so geplant. Der hat. Ja, ich weiß. Am besten nicht drehen. Drehen ist immer scheiße. Das hat mir keiner gesagt, dass wenn ich den Cube drehe, dass sich das automatisch auch auf die Klötzchen auswirkt. Was ist das denn für ein Scheiß? Ein total dummes Feature. Hat von einem sonst Tetris-Menü nicht gekriegt, oder was?
Ey, das ist fucking... Ey, Mann, das ist fucking Betrug! Davon hast du nie... Davon hast du überhaupt nichts gesagt! Ja, das muss ich echt mal wegspringen hier. Das ist ja... Da will doch keiner wohnen. Das Spiel wird da hinten nicht ernst genommen, merkst du das? Oh, guck mal, schon wieder was gelöst. Und nochmal. Und nochmal. Oh, jetzt habe ich einen Run. Unglaublich. Oh nein, ich verkacke gerade total. Merkst du nicht, ne? Geh mal schnell wieder weg. So kleine Pupsstein. Jetzt muss ich lachen. Ah! Ich muss mal nach unten drücken. Ich drehe die immer in die. Das dreht sich nicht nach unten. Nee, nach unten geht's nach unten. Nein! Weg. Ja, sehr gut. Jetzt würde ich ja gerade fast darum beten, dass ich noch so ein Bämpchen kriege. Geil. Schönes Ding. Das hast du auch nicht gebracht, ey. Oh. Wenn das explodieren würde. Jo, Alter. Geil. What? Warum redet das denn so? Alter. Nein. Oh, das war mega dumm. Das war ja mega dumm. Oh Gott, was baue ich hier? Oh, jetzt wird's aber fucking schnell hier! Das wird immer schneller, ne? Das ist bestimmt noch nicht aufgefallen, aber so ist das. Diese Einzelpupser mag ich nicht. Oh, dreh dich, dreh dich. Yes, nein, du noch nicht. Hau ab, du. Game over. Game over, ich hab's geschafft. Huh. 5.750 Punkte. Man kann auch nur in eine Richtung drehen, obwohl linksrum manchmal schneller gehen würde, was auch absolut bescheuert ist. Und? Ja. Toll, ich dachte, das Spielprinzip ist cool und dann passiert, tauschen sich die Tasten aus, passieren völlige random Sachen. Du drückst Q und willst eigentlich nur, dass die Welt sich dreht. Und was passiert, ist, dass dein Stein sich komplett dreht oder an einer anderen Stelle sich beamt. Das sollte nicht Flip-Triss heißen, sondern Fick-Triss. Ich würde gerne allen sagen, dass sie Lumines spielen sollen, weil das ist ein richtig gutes Puzzlespiel im Gegensatz zu dem hier. Alter, das ist knapp. Ja, aber das war ja. Das war ja nichts, Kollege. Oh. 4.012. Ja, knapp hinter Dennis, aber richtig haarknapp. Ich habe einen neuen Trick, wie ich mehr an die Seiten anbaue. Oh. Ja gut. Jawohl. Oh nee! Alter, du hast gesagt, ich hab's geschafft. Ich hab schon angefangen zu chillen. Jetzt hab ich Dennis 30 Punkte nicht gekriegt.
ich bin so dumm, ich bin so verdammt dumm. Aber trotzdem am besten.